Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese kleinen Monster macht. Weinkork oder diese Schmetterlinge. Sind ganz schnell gemacht, deshalb habe ich ein Video davon gemacht. Das zeige ich euch gleich. Also bis gleich. Also, jetzt habe ich schon mal drei Monster und ein Schmetterling fertig. Ich habe sie hingelegt, damit ihr das besser seht. Jetzt zeige ich euch, wie man sie macht. Ich mache sie mal wieder hochkant. So, also wir brauchen diese Weinkorken. Die müssen wir anmalen. Dafür brauchen wir Farbe, den wollte ich in Lila machen. Dann brauchen wir für die Flügel, also diese Fühler, brauchen wir kleine Perlchen. Dann brauchen wir die Augen. Und für den Schmetterling ein buntes Blatt. Jetzt werde ich das zuerst mal anmalen, weil das muss jetzt trocknen. So, habt Wasser doch wieder mal vergessen. Wo ist meine Palette? Bitte wieder was drunter legen, sonst habt ihr eure Arbeitsplatte versaut, so wie ich das immer alles kann. Und mein Sohn dann motzt: Mama, jetzt muss ich wieder alles neu machen. So. Das machen wir. Das untere braucht man nicht, weil da stehen sie ja nachher drauf. Wenn es zu dunkel ist, das seht ihr hier, upla, an dem dunkelblauen, dann sieht man nachher der Mund nicht so. Also die helleren waren schon besser, habe ich jetzt festgestellt. Aber ich wollte ja alle Farben machen. Hier vielleicht so ein bisschen reintupfen, damit auch die kleinen Löcher voll Farbe sind. Sonst kommt dieses Beige raus. So, jetzt stellen wir das hier drauf. Und jetzt hier oben noch. So, was ihr auch machen könntet, da war ich mal wieder zu faul für, ein Schaschlikstäbchen unten rein und dann könnt ihr das auch wunderbar bemalen. Also, jetzt lassen wir das jetzt eben trocknen. So, jetzt sind sie trocken. Jetzt machen wir erstmal die Fühler. Da habe ich hier so einen dünnen Basteldraht. Ziehe ich jetzt hier durch die Perle, so die Hälfte, ne? So, und jetzt drehe ich die, okay, und unten knicke ich ein bisschen um nur, so, die andere genauso. So, auch wieder drehen. Auch ein ganz klein bisschen rum. So. Nehme ich ein Schaschlikstäbchen und mache hier oben zwei so Löcher rein. Einmal. So, jetzt nehme ich O. Tu da was O dran, stecken dann hier oben rein. Da dasselbe. Da rein. Hier die habe ich auch fertig. So, da rein. Und dieses auch. Ne? Jetzt nicht so viel.
Für das Monster wollte ich zwei verschiedene Augen und die hier nehme ich jetzt für der Schmetterling, weil der Schmetterling wird der hier doch, weil der zu dem rosaren Papier passt. Es geben auch so Wackelaugen, die direkt kleben. Da kommt einmal das große. Nein, das große war dieses, das war das kleinere. So, da kommt das große hin. Bisschen als Monster solltet ihr aussehen. So. Machen wir zu. Das Papier, das knicken wir jetzt. Einmal so zur Hälfte. Und jetzt male ich die Flügel. Nicht so groß. Das war mal mein erster. Der war natürlich viel zu groß im Verhältnis. Also hier darf nur so ein Stückchen sein, wo das aneinander bleibt. Und der hier oberste wird größer und der unterste kleiner. Das wird jetzt ausgeschnitten. So, das sind hier die Flügel. Okay. Seht ihr? Der wird jetzt so da dran geklebt. Da hinten auch wieder wo dran. Jetzt lassen wir das trocknen, damit das nicht so verschiebt. So, es wird halt erstmal trocknen, bevor wir jetzt das Gesicht malen. So, jetzt sind sie trocken. Jetzt muss das Gesicht noch angemalt werden. So. Wird der Schmetterling schon fertig? Jetzt noch. Ungeheuer, das Monster. So, ich glaube, ich tue hier das Dunkle nochmal anmalen, das vielleicht kommt das mit dem Schwarzen doch besser zur Geltung. So, und hier diese Zähne. So, okay, jetzt wären sie fertig. Das sind jetzt meine kleinen Monster. Seht ihr, in die helle Farben sieht man es einfach besser als wie die dunklen. Und das sind die Schmetterlinge. Und wenn es euch gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.